In Kabul ist weiterhin die Lage sehr eingespannt. Ich bin extra aus Kabul rausgefahren, zu sehen, wie den Menschen außerhalb Kabul geht. Nächste Stadt oder Ort nach dem Kabul ist Serubi. Serubi ist sehr bekannt hier für ganze Afghaner. Die kommen gerne hierhin mit der Familie und wollen hier schön leben. Und diese Wasserfalls, was hier runter ist, das heißt auch Serubi. Wie man sehen kann, das Wasser ist, wird mir gesagt, zurzeit noch sehr tief. Aber normalerweise haben die hier sehr viel Wasser und die Menschen leben davon. Und es ist sehr gesund, hier zu leben. Und wie man auch sehen kann, diese Berge, wunderschöne Berge, die verschiedene Farben haben, es ist wirklich sehr schön zu leben. Das kann man nur, wenn man hier vor Ort ist, diese Luft, es ist wirklich sehr schön zu riechen. Man sieht verschiedene Farben, kleinen Häuser. Und die Leute sind hier glücklich. Die haben mit dem Krieg nichts zu tun. Sie sagen, wir wollen hier leben. Wir wollen mit dem Krieg, mit den Taliban, mit den Amerikanern nichts zu tun haben. Die Menschen sind wirklich hier glücklich, mit dem ich rede. Wenn sie auch nicht viel haben, auch weniger haben, die schönen Momente, die sie hier haben, das kann man wirklich dann fühlen, wenn man hier ist. Wirklich schöne Gegend vom